Ist das der, den wir vorhin... Sie haben aber ein Skript gefunden. Sie können aufrufen. Okay. Wake wird und schattenhaften Mörder angegriffen? Titel des Manuskript. Der Mann wandte sich mir zu. Sein Gesicht lag im Schatten. Es war schwer, ihn in der Dunkelheit des Waldes um uns zu erkennen. Die Axt, die er hochhob, war jedoch gut zu sehen. Auf ihr glitzerte das Blut seiner Opfer. Er grinste irre. Die Schatten lebten und verzerrten sein Gesicht. Eine Szene aus einem Albtraum. Doch ich war hellwach. Departure von Alan Wake. Okay, fehlende Seiten. Ungelesen, okay, krass. Ja, dann schauen wir mal. Gehen Sie zur Tankstelle, was steht da? Gehen Sie zur Tankstelle? Nachdem er am Steuer eines verunglückten Wagens aufgetaucht, ohne klare Erinnerung daran, was passiert ist, geht Wake zu einer Tankstelle in der Hoffnung, ein Telefon zu finden. Gut. Telefon, Telefon. Die Seiten sind deine Spoiler, ja. Habe ich mir schon irgendwie gedacht. Ist da jemand? Bitte, ich hatte einen Unfall. Wir sind an der Schläfe auch blutig. Ich schätze, dass wir Gedächtnisverlust hatten. Irgendwie cooler Spiel, muss ich sagen. Gefällt mir jetzt schon gut. Die Lichter vor mir waren ein gutes Zeichen. Vielleicht musste ich nicht bis zur Tankstelle laufen, um mein Telefon zu finden. Wo ist die Tankstelle überhaupt jetzt? Irgendwie habe ich die Tankstelle aus Augen verloren. Naja, egal. So, was haben wir denn da? Was ist da am Liegen? Was ist das? Ach, ein Bauarbeiterhelm. Perfekter Eingang. Ist da jemand? Bitte, ich hatte einen Unfall. Thermoskanne? Was? Wo? Habe ich einen übersehen? Hundertprozentig, wir werden sowieso nicht alle finden. Habe ich einen übersehen? War da irgendwo eine? Da war bestimmt eine drin, ne? Ich hatte einen Unfall. Ich brauche Hilfe. Hören Sie. Was? Ich muss... Hütten zu vermieten in... Verdammt. Goldstucky. Wirklich erfreut. Eine Anzahlung ist erforderlich. Ehrlich und fair. Oh. Okay. Ehrlich und... Die Stimme, voll gut. Hilfe suchen. Karl Stucky. Oh! Okay. Muss los. Schöne Hommage an Shining. Stucky konnte jede Sekunde mit seiner Axt vor der Tür stehen, wie Jack Nicholson in The Shining. Habe ich doch gesagt. Jack Nicholson in The Shining. Schöne Hommage. Verwenden Sie Waffe, Rad, um die Waffe wechseln. Okay. Batterie nehmen. Batterie nehmen. Batterie auspacken. Während Ihres Aufenthalts empfehle ich Ihnen das Telefon benutzen. Der neueste Trend, die Gesundheitsverkannte Packung. Polizeiwache Bright Falls, wie kann... Hallo? Hallo? Eine Waffe. Sie besichtigen die Sehenswürdigkeit. Das ist nicht gut! What the fuck? Wuhu! Alter, aua! Ah! Ich sollte weg hier, ne?
noch mehr davon. Uah! Was? Uah! What the fuck? Aua! Muss los! Alter, uah! Furchtbar. Außerhalb eines Schießplatzes hatte ich noch nie geschossen. Und jetzt hatte ich jemanden getötet. Oder etwas. Es gab keine Leichen. Sie waren einfach weg. Wenn es ein Traum war, war er schmerzhaft real. Ja, ja, erst die Taschenlampe nutzen und dann halt, kann ich mir schon verstehen. Ja, ja, hab ich mir schon gedacht. Müssen wir da rüber? Müssen wir bestimmt erst den Strom abschalten, ne? Wie mache ich das? Oder muss ich hier lang? Alter, wenn ich diesen LKW hier sehe, ne, dann muss ich immer an Final Destination 2 denken. Die Autobahn. Was leuchtet denn da so komisch? Ist das ein Pfeil? Da lang, da lang, da. Was ist denn das? Wer atmet denn hier so schwer? Das Licht meiner Taschenlampe enthüllte schaurige Graffiti. Jemand hatte in ihrer Nähe eine Kiste versteckt. Oh, sehr gut. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Wer atmet denn hier so schwer? Oder ist das mal der Hinweis für die Kiste? Wahrscheinlich, ne? So, wie kommen wir denn jetzt darüber? Gar nicht? Ah! So schon mal nicht. Oh, eine Kettensäge. Da kommen wir durch, oder? Treten. Hä, wieso geht er nicht einfach da durch? Okay. Jetzt kann ich. Der dunkle Wald war der letzte Ort, an dem ich sein wollte. Ja. Aber ich hatte keine Wahl. Ich musste zur Tankstelle. Es ist Hasensaison. Oh fuck, ich hab die falsche Waffe. Bam! Ich hab die falsche Waffe ausgewählt. Wollte ich eigentlich gar nicht für den verbrauchen. Ist es eigentlich für mehr Gegner, glaube ich, gut gedacht. Batterien nehmen wir alles mit. So, was ist da oben? Sagst du Bescheid, wenn du an der, oder wenn wir an der Stelle sind, wo du aufgehört hast zu spielen? Manuskript. So, was haben wir hier? Rose wusste, dass sie in Schwärmerei verfallen war, doch das war ihr egal. Was sie betraf, war ihr kurzes Treffen mit Alan Wake der Wendepunkt in ihrem Leben. Sie sah zu, wie er mit seiner Frau ins Auto stieg. Sie war hübsch, selbstbewusst, ungezwungen in Wakes Nähe, nicht wie Rose. Sie passten perfekt zusammen. Sie hätte alles getan, um ihre Freundin zu sein. Mhm. Okay. Also sollten wir uns auch gut umgucken wegen die Manuskripte, um so ein bisschen die Story hinterher zu folgen. Strom. Habe ich schlechte Erfahrungen mit? Ich weiß nicht, wie ich darauf komme. Oh. Okay. Zum Teufel war das? Ja, ist mir schon aufgefallen, mit Sachen zurückgehen ist, glaube ich, hier nicht so. Weil man hier viel über so Flecken geht, wo man dann runterspringt. Ist mir auch schon aufgefallen. Als ich unten den Fluss sah, machte irgendetwas in meinem Kopf Klick. Ich erkannte, dass ich ihn überqueren musste. Ich wollte das Wasser nicht einmal ansehen. Wird schwierig. Ist ja so wenig Wasser hier, es nicht anzusehen. Ist irgendetwas da, ist was. Aha. Oder? Das ist doch was, ne? Aha. Ein neues Manuskript. Da. Barry Wheeler war extrem nervös. Er war in den Flieger gestiegen, nachdem Al und Alice tagelang seine Anrufe ignoriert hatten.
Das konnte heißen, dass sie ihre zweiten Flitterwochen genossen, aber das glaubte Barry nicht. Elle war dafür zu labil gewesen, konnte nicht schlafen, war ausgelaugt. Barry hatte jahrelang Erfahrung mit Alan Wake und er wusste es einfach. Etwas stimmte nicht. Mhm. Barrys Ankunft war das Manuskript. Ist ganz geil. Gefällt mir sehr gut, muss ich sagen. Hallo Flo, grüß dich! Schau an, schau an, der Flexi-Mann. Hallöchen zusammen, ich grüße euch, hallo. Stucky war immer noch dort draußen. Schön, dass ihr da seid. Er verfolgte mich. Er verfolgte mich. Oder ich verfolgte ihn. Wie, je nachdem. Gut. Man muss ja was... Muss mich ja nun nicht gleich mit einem solchen Gruselsound empfangen. Doch. Natürlich. So. Hallo Hundeflo. Alan Wake. Gruselsound. Spiel. So. Kentucky Fried Chicken. Heißt der. Bleiben die denn dann aus der Dunkelheit raus, wenn ich die grille? Aua! Ich glaube, die bleiben raus, ne? Ich glaube, die bleiben aus der Dunkelheit raus, ne? Nein, die regenerieren sich langsam. Okay, alles klar. So, habe ich jetzt hier alles so weit abgeklärt, abgefrühstückt? Okay, ich glaube, wir haben soweit alles. Kann er auch klettern? Ah, hüpf. Caution. Process it at your own risk. Logging area ahead. Das Kampfsystem fand ich richtig doof. Damit kam ich nicht klar. Ja, weil er die Bewegung, ne, ist so ein bisschen kacke, weil auch im Hintergrund muss immer mit dem Gegner rechnen und... Ah. Wo ist der nächste Hinweis? Da. Bestimmt hier oben hoch, oder? Juhu! Er freut sich auf die Leiter. Zumindest wenn sich dann das Original hallen. Ja, ich glaube, er war auch, glaube ich, ein bisschen regeneriert. Ist es jetzt hier oben oder ist es unten? Ich bin unsicher. Ich glaube, es ist oben. Ja, hier war der Fleck. Hier war ein gelber Fleck da, ja. Besessene, Besessene. The Taken are filled with darkness. Mhm. Aha. Ja. Alles mitnehmen. Ich finde es immer so komisch, wenn einer so... So ins Ohr rein, so... Weißt du? Ins Öhrchen. Huch. Wollte er wohl den Clip, nicht? Was? Ach so, Clips posten. Ja, nee, dann... ich glaube, ich habe das mit den Links... Posten ist, glaube ich, verboten. Ich muss das mal irgendwie abändern. Ich weiß nicht, ob ich das einstellen kann, weil ich habe ja, dass man Links nicht postet. Ich hatte ja immer so Idioten, die hier irgendwelche komischen Links gepostet haben. Deswegen habe ich das unterbunden. Ich weiß nicht, ob ich das irgendwie... Oder vielleicht einfach den Moderator schicken. Big Apple zum Beispiel oder so. Und die kann dann, glaube ich, auch posten, diesen Clip. Oder irgendeinen anderen Moderator, von denen ich nur einen hab. Dieser Stream ist einfach zu normal. Ja, passt schon. Hab's nur direkt mal geklippt, als Beweis, wie ich begrüßt worden werde. Ja. Die Treppe war kaputt. Ah. Ich musste einen anderen Weg nach oben finden. Ah. Ist das so? Wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. So. Ich find's gut. So, alles mitnehmen. Ah. Andere Waffe, bitte. Thermoskanne brauchen wir noch, ne? Da ist auf jeden Fall hier so ein Dings. Wir gucken uns mal um, ne? Hier ist ein Logging Area.
Da ist ein Generator. Natürlich. Alter, die werfen ja. Aua, Alter. Aua. Okay, ich muss sagen, das muss man erstmal ein bisschen üben, ne? Das Ganze. Wie dem auch sei. Wie geht's? Wie steht's? Super eigentlich. Alles schön. Ich hoffe bei euch auch. Wir waren heute am Trödelmarkt. Auf dem Dödelmarkt waren wir heute. Ich habe heute für 3 Euro mir das hier gekauft. 3 Euro. Half-Life 1. Voll cool. Habe ich gefunden. Ich war ja auf der Suche nach so alten PC-Packungen. Kennt ihr noch diese alten, großen PC-Packungen? So cool. Aber leider keine gefunden. Wake wird von Vögeln angegriffen. Ich hörte sie, bevor ich sie sah, wie sie vom Himmel schossen und kreischend näher kamen. Ich wirbelte herum. Der Chat. Gerade als die Wolke über mir war. Das ist der Chat. Kurz starrte ich in 100 tote Augen. Glitzernde schwarze Perlen in der Finsternis. Ich hob die Taschenlampe und der Schwarm explodierte wie ein Silvesterkracher. Hui. Federn verbrannten zur Asche. Ihre Schreie überdeckten meine eigenen. Der Chat. Ich höre sie, bevor ich sie sah. Ja, das ist der Chat. So. Oh. Da freuen wir uns direkt mal. Juhu. Eine Schrotflinte. Donnerwetter. Da kann es ja jetzt nur besser werden. Und es kommen bestimmt direkt Gegner, oder? Aber ich würde mir die, glaube ich, aufsparen. Ich weiß ja nicht, ob es noch größere Gegner gibt später. Wahrscheinlich. Ist hier noch irgendetwas? Hallo? Ein Manuskript vielleicht? Und ich düse. Ich bin im Wald. Ich bin im Wald. Da ist mir kalt. Da ist mir kalt. Ich finde eine Thermoskanne. Oh mein Gott, ich sitze in der Bratpfanne. So, das Kampfsystem ist von Alan Wake echt doof, aber die Story ist schön. Schön zu hören. Jo, ja, auch soweit. Heute einen schönen Ausflug mit der kleinen Maus gemacht. Die war jetzt total müde. Ja, glaube ich. Vom Reptilienzoo. Oh, schön. Auch schön. Holzmaschine bewegen. Was? Ach so. Ja, heute war das Wetter auch echt schön, muss ich sagen. War richtig, richtig schön. So, ne? Oder? Würde ich jetzt mal behaupten. So. Dann hinauf. Kreis ist die Aktionstaste. Ich frage mich, wie das ist, wenn man das Steuerungsschema vielleicht auf Alt stellt. Juhu! Uah. Uah. Ich habe ja beim letzten Mal schon mal erzählt gehabt im Stream, ich weiß nicht wann das war, vor 2 Streams oder so, vor 3 Streams, dass ich immer in gewissen Dingen irgendwelche Gesichter sehe, ne? Wenn ich jetzt hier so stehen bleibe, ne? Seht ihr hier auch ein Gesicht in dem Bild? Also unabhängig jetzt von meiner Fresse, ne? Aber seht ihr das auch? Seht ihr das? Das ist so... Da... Das ist so... Ich weiß nicht warum, ist das nur in meinem Kopf? Gut, dass ich damit nicht alleine bin. Das ist so... Ich bin schon mal froh, dass ich damit nicht alleine bin. Puh. Ah, puh. So, ich dachte schon. Ah, oh, Dosen werfen. So. Liebe in den Chat, ja. Ganz viel Liebe in den Chat. Ich kann eigentlich auch hier rüber gehen, ne? Warte mal. Eigentlich kann ich auch hier hingehen, weil... So, upp. Ist gar nicht aufgefallen, ne, dass ich jetzt rübergegangen bin. Auch cool, der Übergang. Könnt ihr nochmal den Love in den Chat machen? Könnt ihr das nochmal machen? Weil eigentlich, ich mache das ja als Highlight. Ja. Gerade frische Luft schnappen und ich sage euch, was für eine Nacht. Ihr liegt vermutlich fast alle schon im Bett, aber wenn ihr noch wach seid, gönnt euch was Gutes. Geht einfach kurz vor. Oder abgehoben. Ah, nee, abgehoben gibt nur bei Dings. Die Nacht ist ruhig, der Himmel kristallklar.
Es ist, als würde auch der Wald ganz ruhig atmen. Ihr kennt mich als Nachteule. Und in Nächten wie dieser wünsche ich, dass ich nicht im Studio sitzen müsste. Habe ich noch was? Wie ich davon nochmal drauf loszuziehen. Aber ich bin hier. Und wer würde euch durch die Nacht begleiten, wenn nicht ich? Oh. Und anscheinend bin ich nicht der Einzige, der noch wach ist. Hallo? Wen habe ich dran? Hallo, Patch, hier ist Maurice Horton. Alan Wake ist noch wach. Wegen dem Namen. So, wir haben jede Menge Munition. Das feiere ich ein bisschen. Da ist etwas, was wir aus der Vergangenheit noch haben. Das sollte unser Überlebensinstinkt stärken. Tut aber eher was? Eher Ängste bilden, ja. Hier ist auch ein Fleck.